Hallo! So, wer ist denn da und hat Lust auf eine Divine Healing Session zum Thema Geld? Ich hatte gerade eine Divine Healing Session mit einer Klientin und bin jetzt mega gut in Energie und dachte mir, warum soll ich denn nicht mit euch auch noch weiterarbeiten? Weil Geld, das liebe Geld, das liebe Geld, es beschäftigt uns alle. Hallo Josephine, guten Morgen. Ja, das liebe Geld beschäftigt uns alle. Und wenn es uns schon so beschäftigt, immer wieder, dann wäre es doch gut, wenn wir uns mit etwas Gutem beschäftigen, wenn wir uns mit etwas Schönem beschäftigen. Und deswegen können wir mit Divine Healing das Geld zu etwas Schönem machen. Genau. Jetzt warte ich noch, bis ein paar Leute noch reinkommen und vielleicht Lust haben. So, machen wir hier eine große Geldreinigung. Ihr wisst ja, mir ist es ein Anliegen, in Anbetracht der Realität, in der wir uns gerade im Kollektiv befinden, dass wir das Geld in die richtigen Hände bekommen. Dass die richtigen Hände, die Hände der Herzensmenschen, bereit sind für ihre Herzensarbeit und für ihre Herzensmission, das Geld einzusammeln und zu sich zu nehmen, um es dann weiter mit Herz und mit göttlicher Intention in einen Kreislauf zu bringen. Und das geht nur, wenn all diese Menschen, die von Herzen das Beste und das Schönste für alle anderen Menschen und für die Welt möchten, dass wir quasi wie im Paradies leben können, dann müssen wir okay kommen mit Geld. Wenn wir weiterhin denken, dass Geld etwas ist, was die Welt dazu treibt, korrupt, gemein, hinterhältig, ausnützerisch zu wirken, dann ist es nicht gut, weil dann will niemand Geld haben, dann will niemand Reichtum haben, dann will niemand Fülle haben, weil wer will schon Fülle an Gemeinheit, an Fiesheit, an Ausnützung und so weiter und so fort bei sich zu Hause horten. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir uns des Geldes annehmen, dass wir arbeiten an unserer Beziehung mit Geld. Und ich arbeite doch nicht an einer Beziehung mit etwas, was mich unglücklich macht, etwas, was mich die ganze Zeit verlässt, was immer zu wenig da ist, was unzuverlässig da ist. Mit dem will ich keine Beziehung haben. Etwas, was diese Qualitäten hat. Also muss ich schauen, dass ich die Wahrheit über Geld erkenne und mit dieser Wahrheit über Geld für mich eine gute Beziehung aufbaue. Und da hilft mir Divine Healing, weil ich diese ganzen alten, verkrusteten Emotionen, Ängste, die ich im Laufe meines Lebens und im Laufe von vieler Generationen übrigens aufgesammelt habe und mir in mir gehortet habe und mich mit denen verbunden habe. Und wenn ich das jetzt reinige, dann ist Geld für mich etwas Neues und zwar etwas Schönes, etwas Positives, das ich in mein Leben ziehen möchte. Und das mache ich jetzt mit euch. Also, dann stellt euch jetzt mal vor, dass ihr unter einer wunderschönen Lichtkugel, energetischen Kristallkugel steht. In dieser Kristallkugel ist die komplette göttliche Wahrheit drin. Der ganze
göttliche, das ganze göttliche Feld mit den ganzen göttlichen Informationen. Und diese göttlichen Informationen, die sind reine, pure Freiheit, pure Liebe, pure Bedingungslosigkeit, pure Schönheit, purer Glanz, absolutes getragen fühlen. Das ist die göttliche Wahrheit. Das ist die göttliche Wahrheit über mich, über jeden anderen Menschen, über jedes andere Tier, über unsere Welt, über jegliches, was nur existiert. Die göttliche Wahrheit ist immer die positive Perspektive, die positive wahre Perspektive. Und wenn du jetzt die Augen schließt und diese göttliche Wahrheit durch dich durchfließen lässt und einfach nur dich darauf fokussierst, wie die Energie dieser göttlichen Wahrheit, Fülle, Schönheit, Freiheit durch dich durchfließt und dich einfach mal reinigt. Dich reinigt und verbindet mit der göttlichen Wahrheit. Alles, was nicht mit der göttlichen Wahrheit zu tun hat, wird jetzt ausgereinigt. Du spürst es, wie es durch deinen Kopf hindurchfließt, durch deinen Hals, in deinen Brustraum, deinem Hinterkopf entlang, an deiner Wirbelsäule entlang. Du spürst die Energie, wie sie aus deiner Brust heraus sich über deine Schultern ausbreitet, in deine Arme fließt, bis hinunter in deine Hände. Du spürst diese göttliche, kristallene, wahre Energie, reinigende Energie, wie sie sich weiter ausdehnt, hinunter, entlang dein Herz, in dein Solarplexus, dein oberer Bauch, unterer Bauch, Hüftraum, Becken, in deinen Schoßraum, hinten die Wirbelsäule bis zum Steißbein, Wurzelchakra, alles ist aufgefüllt mit diesen göttlichen, wahren Informationen über unser Sein. Und sie fließen weiter durch die Oberschenkel, die Knie, die Waden, das Schienbein, in die Knöchel, oberer Fuß, unterer Fuß und Zehen. Und nun stellst du dir vor, wie diese göttliche Energie deinen Körper von außen umhüllt und wieder in deinen Kopf hineinfließt, in einem wunderschönen Kreislauf. Bist du jetzt komplett verbunden und all deine Zellen nehmen diese göttliche, klare, wahre Energie auf. Und alles, was dem entgegensteht, geht jetzt. Und so bist du nun in deiner göttlichen Wahrheit, Klarheit verankert. Und jetzt nehmen wir einfach, stell dir vor, wie über dir das Geld der ganzen Welt, das Geld der ganzen Welt, die Energie des Geldes der ganzen Welt ist einfach über dir und sie kommt in diese göttliche kristallene Kugel hinein, wird dort gewaschen, wird dort gereinigt, nimmt all diese göttlichen Qualitäten auf. Und es fließt diese göttliche Qualität nun als Symbol des Geldes, der göttlichen Liebe, der göttlichen Freiheit auch durch dich hindurch. Und du nimmst es an und du freust dich, das Geld ein Ausgleich der Göttlichkeit, der göttlichen Liebe und Perfektion ist. Und du nimmst es an und du siehst es und du spürst es, du fühlst es, du weißt es, du hörst es, du siehst es und du riechst es. Und du bist eins mit dem göttlichen Geld. Du bist eins mit dem göttlichen, mit der göttlichen Perfektion. Du bist eins mit der göttlichen Fülle. All deine Vorurteile, all deine Geschichten, all deine Emotionen, all dein Mangel, der sich mit Geld in Verbindung gebracht hat, den du mit Geld in Verbindung gebracht hast, ist nun weg. Du hast ein Lächeln auf den Lippen und du freust dich über dieses Geld der Welt. Und du weißt, dass es in Fülle da ist. Du weißt, dass es in Liebe da ist. Und du weißt, dass es ein Symbol der göttlichen Liebe ist. Und das ist die Wahrheit über Geld. Und alle anderen Lügen sind jetzt weg.
alle Lügengeschichten über Geld, alle Gemeinheiten, alle Schmerzen, die mit Geld jemals in Verbindung gebracht werden, sind jetzt bereinigt. Denn Geld ist neutral, Geld ist schön, Geld ist göttlich, Geld darf Liebe sein. Geld ist Fülle, ein Symbol. Geld darf ein Symbol sein für unsere Perfektion. Und du spürst es ganz tief in dir. Und du legst deine Hand aufs Herz und du sagst tatsächlich, ich liebe Geld, Geld liebt mich, Geld ist göttliche Liebe. Geld ist im Überfluss vorhanden, für mich und für jeden anderen. Und so sei es, und so sei es, und so sei es. So, ihr Lieben, ich habe keine Ahnung. Ich bin völlig weg. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Jetzt sehe ich ein bisschen was. Hallo so Ute. So sei es und so sei es. Hallo Susanne, hallo Josephine. Geil, genau so ist es. Sehr, sehr schön, ihr Lieben. Also, wenn ihr zu spät gekommen seid, einfach nochmal anschauen das Video. Es bringt euch in die göttliche Geldordnung und es trägt für Fülle bei, es trägt zur Wahrheit bei. Und ich möchte euch nochmal an zwei mögliche, wunderbare Kurse, Programme von mir erinnern. Und einmal das Divine Money Programm. Das Divine Money Programm, ja, da mache ich auch was über Empfangen. Das ist auch natürlich ganz, ganz wichtig. Aber jetzt haben wir zum Beispiel schon einen Grundstein zum Geldempfangen gelegt, weil du magst ja nur etwas empfangen, was schön ist, was toll ist, was dich auffüllt, was dich erfüllt mit Liebe, mit Freiheit, mit Positivismus. Und das mache ich im Divine Money Programm 6 Wochen lang wirklich. Du wirst nachher so begeistert sein von Geld und du wirst es lieben und anziehen, in dein Leben ziehen, wunderbare Sachen mit diesem Geld machen und anerkennen, dass eigentlich Fülle dein Geburtsrecht ist und für jeden anderen. Und das ist das Divine Money, also göttliches Geld, 499 Euro, 6 Wochen. Jede Woche arbeiten wir daran mit Divine Healing, mit Mindset, mit Urvertrauen. Toll, Ute, danke, dass es dir gefallen hat. Und Geld muss wirklich, wirklich von diesen liebenden Menschen, die ihr alle seid, die ihr mir jetzt zuhört, von den Menschen, die das Beste nur immer schon wollten für sich und für andere, aber nie wussten, wie sie es anfangen sollten, weil da ja nicht das Geld da war, um die Dinge zu tun und zu umsetzen. Und diesen Glaubenssatz, den möchte ich euch so gerne ziehen, weil es ist alles da, wir können alles tun. Wir müssen nur die Begrenzungen ablegen und die alten Erinnerungen im Innen und im Außen, die uns davon abgehalten haben. Und ich will dazu beitragen, dass jeder Mensch, der mit seinem Herzen verbunden ist, aus seinem Herzen, aus reinster Liebe herausarbeitet, ganz viel Geld hat, damit er mit diesem Geld ganz viel Gutes tun kann und damit unsere Welt endlich so ist, dass das Geld in den Händen der Liebe ist. Das muss so sein und deswegen mache ich dieses Programm statt für 3.000 Euro für 499 Euro, damit ich wirklich viel bewegen kann mit euch. Und dann, wenn euch das gefallen hat, dieses Divine Healing, auch für Geld, es ist ja für alles, ihr könnt ja alles heilen, euren Körper, eure Emotionen, eure Vergangenheit, eure Zukunft, eure Programme, euer Business. Ihr könnt eure Tiere heilen, ihr könnt euren Kräutergarten heilen, ihr könnt alles heilen mit Divine Healing. Es ist so eine schöne, einfache Modalität. Auch da könnt ihr euch noch zum Spezialpreis anmelden bis zum 30.06. Bei mir auf der Homepage für mywellfeeling.com die Ausbildung zum Master of Divine Healing. Euch selber und anderen helfen ohne irgendwelche Bedingungen. Das heißt, ihr müsst nichts unterschreiben, ihr dürft einfach rausgehen und heilen. Wir zeigen euch, wie das geht. Heilen darf man ja nicht sagen, dann nennen wir es halt transformieren.
Und je mehr Menschen in diese Kraft als Heiler, das sage ich jetzt halt, weil wir sind alle Heiler, weil wir sind auch alle Schöpfer. Und je mehr Menschen sich da hinein einlassen drauf und endlich das tun, wofür sie hier sind, nämlich die göttliche Perfektion und Liebe in die Welt zu bringen, desto schneller kommen wir vorwärts. Es sind noch viele nicht bereit, aber ich spreche mit euch, die ihr bereit seid und die ihr diesen Ruf hört und die ihr euch schon lange Gedanken gemacht habt, wie kann ich es machen, wie stelle ich es denn an? So geht's nicht. Ich zeige euch, wie es geht. Und ich kann euch nur eins sagen, wenn ich es rausgefunden habe und wenn ich es machen kann und wenn ich es auch einfach mache, dann gibt es niemanden auf dieser Welt, der es nicht machen kann. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, weil ich bin der Master von, ich stehe mir im Weg. Aber ich bin auch der Master von, wie räume ich es aus dem Weg? Wie räume ich es aus dem Weg? Und ich bin mittlerweile auch der Meister da drin, einfach zu sagen, ich bin ein göttliches Wesen und ich habe hier die Berufung, die Göttlichkeit zu leben und vorzuleben und vorzugehen, wie übrigens jeder von euch auch. Der eine spürt es halt lauter und der andere spürt es zwar laut, aber ist noch so völlig, ja, wie soll das gehen, wie soll das gehen? Es gibt immer einen Weg und die Sachen, die dir jetzt im Wege stehen, die stehen einfach nur da, die können einfach auch gehen, die braucht kein Mensch und wir können das ablösen. Also wie gesagt, einmal, wenn du wirklich Divine Money willst und auch nicht so viel investieren kannst, mach Divine Money mit und lasse Geld zu dir kommen, fang an, Geld zu lieben. Und wenn du wirklich gleich sagst, ja, ich möchte weiter verteilen, göttliche Divine Energy, Divine Healing, dann komm und mach die Ausbildung bei uns. Es ist so cool, es ist so viel möglich, wenn wir aufhören, die Unmöglichkeit zu sehen und anfangen, in Möglichkeiten zu denken, zu fühlen und zu handeln. Und es ist völlig wurscht, wie du es tust. Hauptsache, du entscheidest und du handelst. Und du hörst dann auch nicht mehr auf zu handeln. Das ist ja das, was viele machen. Sie gehen mal 3, 4, 5, 6, 7 Schritte und kaum wird es schwierig. Dann bleiben sie wieder stehen und sagen, ja, es geht doch nicht. Ich habe es ja gewusst. Und wenn du dann Divine Healing hast, dann bist du an dem Schritt und sagst, okay, jetzt geht es gerade nicht weiter. Also muss ich da waschen, ablösen, transformieren, was mich jetzt vom Weitergehen stört und nicht weitergehen lässt. Aber ich gehe. Deswegen ist es so cool, wenn du ein Tool hast und einfach sagst, ja, irgendwann mal bleibt es halt wieder stehen, es stockt, dann weiß ich, was zu tun ist, damit es wieder in Fluss kommt und damit es weitergeht. Und das wird immer so sein, ja, das kann ich dir versprechen. Es wird nicht aufhören zu stocken in deinem Leben. Du kannst machen, was du willst. Es wird immer wieder stocken und dann geht es wieder ablösen, ablösen und dann gehst du quasi sozusagen eine Etage höher. Deine Energie steigt, deine Vorstellungen werden größer und ja, dann gehst du wieder ein Stück weiter. Und es geht unendlich, das kann ich dir jetzt schon versprechen. Du wirst nicht ankommen, wirst sagen, ja, jetzt ist fertig, jetzt ist genügend. Das Göttliche treibt dich und zieht dich von beiden Richtungen, weil du nicht hier bist, um zu leben, bis es vorbei ist, sondern weil du hier bist, um zu wirken und zu bewirken. Und das kannst du nur, wenn du frei bist, wenn du in deiner Kraft bist und wenn du dich nicht mehr einschränken lässt. Und schon gleich gar nicht von Geld. Hallo? Oder von irgendwelchen anderen Menschen, die irgendwelche beschränkenden Meinungen haben und die sie über dich ausbreiten. Das kannst du nicht zulassen. Das fühlt sich so übel an. Hör mir einfach nur mal zu. Du kannst es nicht, du darfst es nicht, es geht nicht. Bei mir ging es auch nicht. Wenn du so kommunizierst, wenn du so die Dinge siehst und hörst, dann kannst du es nicht akzeptieren, weil das ist nicht die Wahrheit. Und weil es nicht die Wahrheit ist, fühlt sich scheiße an. Es ist so. Wenn du irgendetwas machst, was sich schlecht anfühlt, dann bist du auf dem Holzweg, was deine Vorstellung betrifft. Mach das einfach nicht. Mach einfach nicht mehr die Sachen, die sich schlecht anfühlen. Mach Sachen, die dich begeistern,
wenn du ein bisschen Angst hast, wenn du ein bisschen Schiss hast vor dem Unbekannten, das ist gut, das ist genau richtig. Aber wenn es sich wirklich schlecht anfühlt, mach's doch einfach nicht. Ja? Ja, aber die erwarten das von mir und so weiter und so fort. Kann schon gut sein. Aber du bist doch der Chef. Du entscheidest doch, was du machen willst in deinem Leben. Du entscheidest doch. Und das ist so, so wichtig. Und das dürfen wir lernen und vertiefen. Und ich freue mich, wenn ich dir dabei helfen darf. Wenn du Fragen hast, schreib mir eine E-Mail. Schau auf meine Homepage, mywellfeeling.com. Und es ist jetzt echt an der Zeit, Leute. Ich kann es nicht öfters sagen. Es wird nie wieder vor Corona sein. Dein Leben wird nie wieder so sein wie vor Corona. Du hast jetzt ganz andere Möglichkeiten und es ruft dich so, so laut, dass du in dein volles Potenzial reingehst, dass du in deine göttliche Wahrheit reingehst. Es ruft ja von allen Seiten, weil wir stehen ja nur an. Überall gibt es Sackgassen und so weiter und so fort. In diesem Leben, in dieser Realität, da gehören wir gar nicht hin. Wir müssen uns in eine neue Realität reinbeamen, eine neue Realität schaffen, die ganz anders funktioniert wie das, was wir kennen, und zwar nach den göttlichen Prinzipien der Fülle, der Liebe, der Freiheit und auch der Perfektion unseres Körpers. Unser Körper ist nicht einzuschränken, wenn wir es nicht zulassen. Es ist so. Und ja, ich werde langsam lauter und klarer. Die bei mir im Coaching sind, die wissen noch mehr von dieser Klarheit. Will natürlich hier auch nicht offiziell anecken, aber du weißt schon, wofür ich stehe, wenn du mich jetzt hier hörst, und wenn das mit dir resoniert, dann komm unbedingt mit mir in Kontakt. Also, schönen Sonntag noch. Tschüssi.